Und wie wir das bei diesen Übertragungen vom Birkebeineren Stadion gewohnt sind, zeigt man jetzt noch einmal die Medaillengewinner. Zuerst die drittplatzierten Finnen mit Müllilä, Kirviesniemi, Räsänen und Isometze. Das war Schlussmann Isometze, der ebenfalls Sachen Taktik genau richtig gelaufen ist, nur noch den dritten Rang sicherte. Das überraschende Silber für diese vier, für Sture Sivertsen, Vegard Ylvang, Thomas Alsgaard und Björn Dähli. Das war der Spurt, geschlagen um die Winzigkeit von 0,4 Sekunden. Und das Goldquartett mit Maurilio Detzold, den zeigt man uns hier. Er brachte sein Quartett auf Platz 3 zurück. Dann war es Alvarello, der die Italiener in Führung brachte. Giorgio Vanzetta hielt mit, übergab an zweiter Stelle praktisch gleich auf mit den Norwegern. Und den Schluss, Sicherung der Goldmedaille, das bewerkstelligte dann ein entfesselt und fantastisch laufender Silvio Fauner. Das war sein Spurt ins Ziel und dieser Spurt brachte Italien die Goldmedaille. Erstmals bei den Männern Gold in der Staffel für Italien. 4,10 Kilometer um. Nummer 1, Nummer 1. Blumenzeremonie heißt das, was jetzt hier im Stadion abläuft. Maurilio Detzold, Marco Alvarello, Giorgio. Die Medaillen, die werden ja dann erst abends verteilt. Da ganz rechts der Mann mit Bart, das ist Marco Alvarello. Der Kleine da vorne, das ist Maurilio Detzold. Wird wohl auch den 50er noch versuchen und aufgepasst dann auf Maurilio Detzold. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, kann man eine solch fantastische Karriere, wie sie der kleine Maurilio Detzold aufzuweisen hat, kann man die schöner abschließen als mit einer Goldstaffel an Olympischen Spielen. Da hinten links, da diskutieren die vier Norweger noch. Man wird es einigermaßen mit Fassung tragen, auf jeden Fall versuchen, mit Fassung zu tragen. Ganz rechts, das ist Thomas Alsgaard, hinten haben sie Sivertsen gesehen. Das Björn Dähli. Ein enttäuschter Björn Dähli. Und da hinten versteckt sich auch noch Vegard Ylvang. Das Treppchen rechts. Das ist noch frei. Frei für die vier Finnen. Ganz hinten Kirviesniemi. Bronze also für Finnland mit Müllilä, Kirviesniemi, Räsänen und Isometze. Ohne links Isometze. Sie werden nicht enttäuscht sein. Mehr war eigentlich nicht zu erwarten für die vier Finnen.